Herzlichen Glückwunsch, Maya. Wozu? Na, zu mir. Ich sehe dich. Was? Du bist im Fernsehen. Ach so. Klappt das mit heute Abend? Davon gehe ich aus. Lissy und Sophia sind schon bei meiner Mutter. Schön. Ich freue mich. Süß, ich muss Schluss machen. Bis später, ja? Ich liebe dich. Ich dich auch. Tschüss. Und? Was macht man so am Hochzeitstag? Kino, was essen, wie beim ersten Date. Atlas 5-0 von 100. Frage, Status? 5-1, keine Vorkommnisse. 5-4, keine Vorkommnisse. 6-0 in Ausgangsposition. 6-0, keine Vorkommnisse. Escort ist standby auf Position 1. Passagier ist im Anflug. In wenigen Augenblicken wird der afghanische Staatspräsident Anwar Awasi in Berlin zu seinem dritten offiziellen Staatsbesuch auf dem Flughafen Tempelhof landen. Awasi hat als junger Mann in Heidelberg studiert. Er kennt Deutschland gut und betont immer wieder... Eishuhn. Hallo, Maya. Ich war gerade in der Gegend und ich... Ja, komm noch hoch. Bist du alleine? Die Kinder sind bei meiner Mutter. Dann warst du das also doch? Was war ich? Ich habe dich gesehen in der Friedrichstraße. Da musst du mich verwechselt haben. Ich bin gerade erst aus Peshawar zurück. Ich müsste mal kurz auf die Toilette. Klar, überall in Berlin und anderen Großstädten mit Mordanschlägen auf den Staatspräsidenten. Die Sicherheitsbehörden nehmen die Drohungen ernst. Kommst du klar? Ja, ja. Allah, Mann, geht schwer. Also brauchst du irgendwas? Mir ist nur ein bisschen übel. Jetlag wahrscheinlich. Bist du schwanger? Nein, sicherlich nicht. Glaube an das Gute macht sie stark. Ihr Mut macht sie zu Helden. Fünf Spezialisten. Ein Team. GSG 9. Es war alles wunderbar. Dankeschön. Wiedersehen. Willkommen in Deutschland. Immer wieder geäußert, wie wichtig ihm persönlich der Besuch von Awasi ist, auch als Zeichen der Unterstützung für dessen Arbeit. Da aus Sicherheitsgründen keine Zuschauer direkt am Rollfeld zugelassen wurden, herrscht eine ruhige, fast angespannte Stimmung. Du hast irgendwas, das merke ich doch. Nach der offiziellen Bitte, Begrüßung ich... ist ein kurzes Statement für die Presse geplant. Kann ich vielleicht doch einen dann Tee haben? Dann geht es quer durch die Stadt. Um 14 Uhr wird Awasi dann mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft sprechen. Zwei von 100. Lagemeldung. 5-2 ohne Erkenntnisse. Moment mal. Gelb? Darf ich? Hey! Bedrohung aus der Ehrengarde. Dem her! Scheiße.
aus mit Sicherheit. Hast du was gesehen? Es wurden zwei oder drei der wollte ihn umbringen. Aber es ein Soldat, der hätte Avazi erschossen, wenn Gap nicht. Avazi wurde nicht getroffen. Da, wo eben noch die Ehrengarde stand. Dann wäre alles gut gewesen. Was? Steh auf und mach die Tür auf. Also. Ich hätte einfach Betroffenheit geheuchelt über den feigen Anschlag. Ich hätte dir die Hand gegeben und Tschüss gesagt. Aber jetzt? Tun Sie, was wir sagen, dann geschieht Ihnen nichts. Er heißt Kai Lehmann, 27 Jahre alt. Hat gerade geheiratet. Keiner hätte ihm sowas zugetraut. Wie geht's dir? Geht schon. Du hast dir nichts vorzuwerfen. Ich weiß. Wieso hat er das gemacht? Nichts zu finden, keine Straftaten, vorbildlicher Werdegang. Sonst wäre er auch nicht in der Ehrengarde. Bender, lassen Sie alle Fahrtrouten von Avazis Konvoi für heute ändern. Und jede Person, die dem Präsidenten zu nahe kommt, wird von uns überprüft. In Ordnung. Der Staatssekretär wartet auf einen Rückruf. Wir sichern uns ab an allen Fronten. Vielleicht ist Lehmann ja ein Psychopath. Am Samstag wäscht er sein Auto und am Sonntag kommen die Zwangsgedanken. Und Montag schießt er auf den Präsidenten. Der Mann war jahrelang unauffällig. Ich meine, eine Psychose beginnt in der Regel nicht mit einem Attentat. In der Regel schießt man auch nicht auf Staatsgäste. Die Antwort liegt also vermutlich außerhalb des Regulären. Okay, schickt die 50er in die Wohnung von dem Lehmann. Die sollen seine Frau herbringen. Vielleicht erfahren wir da was. Mhm. Position. Von 5-3, Moment. Okay, positiv. Verstanden. Einsickern auf mein Kommando. Keiner zu Hause. Doch. Die Tote ist zweifelsfrei Vanessa Lehmann? Hier sind Fotos von ihr. Es ist definitiv dieselbe Frau, ja. Ihr bleibt vor Ort, bis die KTU kommt. Verstanden. Übrigens, ich bin ja kein Arzt, aber die Leiche ist noch warm. Ihr Mann war das auf keinen Fall. Es gab vermutlich einen Plan. Herr Lehmann wurde erpresst von denen, die Avazi tot sehen wollen. Sie haben ihn vor die Wahl gestellt. Entweder er tötet Avazi oder sie töten seine Frau. Möglich. Aber das herauszufinden ist nicht unser Job. Wir haben dafür zu sorgen, dass es nicht wieder passiert. Gap! Neue Einsatzbesprechung in 60. Verstanden. 5-1 Ende. Du musst doch gewusst haben, dass er selbst dabei drauf geht. Und? Was hättest du denn gemacht? Tja, das war's dann wohl mit eurem romantischen Abend zu zweit. Halt meine Tanke da vorne. Wieso? Blumen, geh mal noch ein Schlenker bei mir vorbei. Wir sind gerade offiziell auf dem Rückmarsch, Großer. Hey, ich habe gerade einem Präsidenten das Leben gerettet, live und in Farbe. An meinem Hochzeitstag.
Da wird ein kleiner Umweg ja wohl mal drin sein. Du bist der Chef? Eben. Nichts mit weißen Blüten und keine Nelkengelb. Mögen die Frauen nicht, und außer dem Unglück. Maya? Bist du oben, Süße? Hallo? Hallo, Maya, bist du das? Gelb, ich bin... Tu, was sie sagen, Gelb, ich... Maya, wo bist du? Was ist los? Gebhard Schulau, hören Sie gut zu. Wer spricht da? Ich sage das nur einmal. Sie wissen genau, wozu wir fähig sind. Und wir wissen ganz genau, wozu Sie fähig sind. Also, sollte Awasi das Land lebend verlassen, ist Ihre Frau tot. Wie Sie das erledigen, ist Ihre Sache. Beruhig dich, das bringt doch nichts. Und? Alles klar? Ja, ja. War sie nicht da? Doch, klar. Stress? Nein, es ist alles in Ordnung. Sicher? Du fahr schon! Ist ja gut. Ich kann keinen Anruf zurückverfolgen lassen ohne offizielle Weisung, gell? Es könnte immerhin sein, dass dieser Anruf was mit der Awasi-Sache zu tun hat. Es gab keine Rufnummernübertragung und nur Stille am anderen Ende. Ja. Könnte genauso gut sein, dass sich jemand verwählt hat. Warum gehst du damit nicht zum Alten? Tu es einfach! Ich übernehme die Verantwortung. Und du sagst mir sofort Bescheid, wenn du was hast. Hallo Mutter, ich bin's, Gab. Hallo, Gab. Sind Sophia und Lizzie bei dir? Ja. Geht's ihnen gut? Natürlich. Stimmt was nicht, Gab? Alles in Ordnung. Gib ihr einen Kuss von mir, ja? Mach ich. Tschüss. Sie alle haben effizient gearbeitet. Nichts anderes habe ich von Ihnen erwartet. Nichts anderes erwarte ich weiterhin. Wissen wir irgendwas über die Hintergründe? Möglich, dass die alte Rita dahinter steckt. Immerhin hatten wir Hinweise von der CIA auf ein geplantes Attentat. Präsident Awasi hat aufgrund der Entwicklung seinen Aufenthalt in Deutschland verkürzt. Seine öffentliche Rede wurde abgesagt. Dafür beginnt in 90 Minuten ein Empfang mit geladenen Vertretern aus Politik und Wirtschaft im Hotel Atlantik. Als Saalschutz und Personenschutz sind vorgesehen Z30, 50 und 60. Einsatz in Zivilkleidung. Bitte festlich. Kannst du mal wieder dein Armani ausführen von Brendorp? Armani gibt's in meinem Schrank nicht. Zwei Personen sind von der Maßnahme ausgenommen. Von Brendorp, sie gehen zum Psychologen wegen Post-Shooting-Trauma. Gab, du hast frei für heute. Bis morgen 14 Uhr. Hey. Aber ich verstehe nicht, wieso. Ich denke, heute ist dein Hochzeitstag. Du wolltest doch unbedingt einen freien Abend. Ja, ja, aber die Lage hat sich ja immerhin verändert. Okay. Hand aufs Herz. Das Gemüse von der Tankstelle war nicht so Mayas Ding, oder? Du hast das wieder gut zu machen, okay? Also führ sie nicht aus, Französisch oder sowas. Wir machen das hier schon. Als Headführer wünsche ich, meine Männer bei diesem wichtigen Einsatz zu begleiten. Das nenne ich Prioritäten setzen. Also gut, wie du willst. Noch Fragen? Sie ziehen sich um, in 20 Minuten ist Abmarsch. Was ist denn los mit dir? Willst du schon wieder eine neue Ehekrise zu Hause, oder was? Zu, wer auch immer dich angerufen hat, das war von dem Festnetz aus nicht zurückzuverfolgen. Da hätte man vorher eine Veranstaltung legen müssen. So, danke. Abmarsch in zwei. Wir müssen los. Ich freue mich sehr,
Es ist mir eine große Ehre. Ganz meinerseits. Schön. Was ist los mit dir, Gib? Nichts. Was soll sein? Ah, was ist Ihre Branche? Ist wieder Krach zu Hause? Und wenn schon, sowas passiert auch am Hochzeitstag. Hauptsache, du machst nicht den gleichen Fehler und gehst wieder auf Tauchstation. Alles in Ordnung. Wie gesagt. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ganz was Neues. Also, ich verlasse mich auf euch. Wie sieht so traurig aus? Ich kenne dich und ich kenne diesen Blick. Ich glaube dir kein Wort, irgendwas ist hier. Wir sind zum Arbeiten hier und nicht zum Quatschen, klar? Und 4 von 5, 1, Vorkommnisse. Von 5, 4, negativ. Alles klar soweit. Wie sieht dein Krawatte aus? Was soll denn sein? Richte deinen Knoten und bleib auf Position. Okay. Ich denke, wir sind hier zum Arbeiten. Dingel, check die Toiletten. Hygieneeimer. Handtuchspender, weiß schon Bescheid. Ne? Gib, das haben wir schon zweimal durch. Ich kenne die Toiletten schon in- und auswendig. Tu, was ich sage. Sie wissen genau, wozu wir fähig sind. Sollte Awasi das Land lebend verlassen, ist ihre Frau tot. Danke. Warum, Aysun? Ich habe Anweisungen, nicht mit dir zu kommunizieren. Ich habe einen Namen, Aysun, genau wie du. Trink noch was. Wirst du es sein? Was sein? Die mich tötet. Keiner will dich töten. Ich habe dich gesehen. Ich weiß, wer du bist. Nur ich verstehe nicht, wie du sowas tun kannst. Ich habe dir nie was getan. Und du bist keine Mörderin, das weiß ich. Dort, wo die Taliban wieder die Macht haben, ist es Frauen erneut verboten, sich von männlichen Ärzten behandeln zu lassen. Aber ist es Frauen auch verboten, als Ärztinnen zu arbeiten? Also ist es kranken Frauen nur erlaubt, zu sterben. Man könnte verzweifelt lachen, ob dieses menschenverachtenden Wahnsinns. Doch auch das ist nicht mehr möglich. Denn Frauen ist es unter den Taliban verboten zu lachen. Ich danke Ihnen. Die Entschuldigung ist, ich muss meine Hände waschen. Okay. Waschräume und Toiletten überprüft. Sauber. Das will ich ja hoffen. Du lässt keinen rein, solange wir drin sind. Klar. Tja. Sofort. Ich werde hier nicht weggehen. Das ist eine Anordnung. Ich habe die Anordnung, dich von Awasis Seite zu weichen. Was ist los mit dir, Gab? Ich bin dein Freund. Demir, es tut mir sehr leid, aber ich muss das jetzt tun. Was tun?
ich Sie, Ihr Kollege? Ich war noch schnell für kleine Königstiger. Atlas 51554, Meldung. 54 von 53, alles in Ordnung, wir kommen jetzt raus. Noch nicht. Ich muss meine Hände waschen. Atlas 1551. Die Wagen sind startklar. Keine besonderen Vorkommnisse. Set 60 übernimmt. Verstanden, 5-1. Rückmarsch. Ende der Vorstellung. Spuck's aus. Was ist los? Hier. Scheiße, Maya. Soll's aber sie töten? Demi, ich. So eine Scheiße. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Du musst es dem Alten sagen. Wenn ich nicht tue, was sie sagen, dann bringen sie Maya um. Nein, Gab. Wir sind ausgebildet für solche Situationen. Verstehst du? Erster Anruf. Ich habe versucht, ihn zurückzuverfolgen, aber ich weiß nicht, wo sie ist. Maya hat eine Chance. Wenn wir professionell vorgehen, es gibt keine andere Option. Hörst du mich? Gab? Feierabend. Du musst es dem Alten melden. Und dann bin ich raus. Sie schneiden ihr die Kehle durch. Verstehst du? Sie schneiden Maya die Kehle durch. Jetzt nicht. Es ist wichtig. Gut, kommen Sie rein, Aslan. Wir haben ein Problem. Und welches? Gab Scholo. Ich weiß. Deine Waffe, Gab. Ich muss dich zu deiner eigenen Sicherheit von jeglichen Aufgaben freistellen. Du wirst dich bis auf Weiteres im Raum 220 aufhalten. Wie lange? Bis Awasi außer Landes ist. Wir finden sie. Ja, klar. Das ist mein Ernst. Die MMS, das ist ein Anhaltspunkt. Und wir haben noch genug Zeit. Warum, Maya? Warum, verdammt nochmal ich? Wolf. Musste sterben, weil er Kontakt zu Islamisten hatte. Hat sich Sorgen gemacht. Um Aysun. Moment, Gab. Ich verstehe, dass du durch den Wind bist. Aber das hier hat nichts mit meinem Bruder zu tun. Und nichts mit meiner Schwester. Aysun weiß, dass wir Neuner sind. Sie waren Peshawar. Da gibt's nicht nur Flüchtlingscamps. Da werden auch Terroristen ausgebildet. Das weißt du genauso gut wie ich. Reicht. Maya hat Aysun gesehen. Hier in Berlin. Aysun ist in Pakistan. Das glaubst du doch selber schon lange nicht mehr. Es geht um Mayas Leben, verdammt dem hier! Essen. Warum wollt ihr, dass er stirbt? Gab wird das nicht tun. Ich kenne ihn. Ich verstehe dich nicht. Du bist intelligent, du hast dein ganzes Leben vor dir. Was willst du bei diesen Fanatikern? Diese Fanatiker sind Kämpfer. Sie haben den Mut, sich zu wehren gegen das Morden in Afghanistan und im Irak. Diese Länder werden von fremden Armeen besetzt. Und ihr mordet genauso. Ist das die Antwort? Ihr schickt junge Männer los, die sich in die Luft sprengen. Nein, hier sprengt sich keiner in die Luft. Wir sind gläubig. Aber was wir tun, ist eine politische Aktion mit einem klaren Ziel.
einen Mann zu beseitigen, der sein Land an den Westen verkauft. Und ich soll dafür sterben. Es ist Krieg. Menschen kämpfen und Menschen sterben. Was ist mit Barmherzigkeit? Ist das keine Tugend im Islam? Wie barmherzig ist denn Guantanamo? Ich bin barmherzig, Maya. Sie wollten deine Kinder. Ich habe das verhindert. Sie wissen genau, wozu wir fähig sind. Und wir wissen ganz genau, wozu Sie fähig sind. Also, sollte Awasi das Land leben verlassen, ist Ihre Frau tot. Die Stimmmusterprüfung hat ergeben, dass es sich bei dem Anrufer um Al-Almani handelt, der Deutsche auf Arabisch. Ein zum Islam konvertierter deutscher Ingenieur, der hier in Berlin eine Art Zweigstelle der Al-Tawhid leitet. Die Behörden waren ein paar Mal sehr nah an ihm dran, aber er ist immer im letzten Moment abgetaucht. Al-Almani wird laut Erkenntnis des BKA auch mit der Ermordung Murat Aslans in Verbindung gebracht. Ansonsten ist die Spurenlage dünn. Wir haben eine Handynummer, von der aus die MMS an Gaps Handy geschickt wurde, aber das Handy ist abgeschaltet, also können wir es nicht orten. Das BKA geht allen Spuren nach, die auf Al-Almani hinweisen. Bisher leider ohne Erfolg. Wir werden alles Menschenmögliche tun, um Gaps Frau zu retten. Aber jedem hier muss klar sein, oberste Priorität hat unser Auftrag. Und der lautet, Schutz des afghanischen Staatsoberhauptes Anwar Awasi. Das ist in keiner Weise verhandelbar. Seit 30 und 60 fahren sie zum Flughafen. Möglich, dass Al-Tawhid dort Leute postiert hat. Sie werden verdeckt aufklären, sie sind unsichtbar, meine Herren. Jede verdächtige Person wird diskret festgesetzt, isoliert und vor Ort befragt. Awasi befindet sich noch im Hotel. Sie werden dort übernehmen, gleiches Szenario. Zugriff nach eigenem Ermessen. Danke. Es ist nur ein vager Verdacht, aber es wäre möglich, dass meine Schwester Aysun mit involviert ist. Sie hatte offenbar Kontakt mit diesem Deutschen. Ich nehme an, Sie haben versucht, sie schon zu erreichen. Das Handy ist abgeschaltet. Wir werden uns darum kümmern. Tun Sie, was Sie tun können. Laut offiziellen Angaben wird der Staatsbesuch von Anwar Awasi zwar fortgesetzt, aber auf 2 Tage verkürzt. Die Bundesbehörden hüllen sich weiterhin in Schweigen über die Motive des deutschen Ehrengardisten, der heute Vormittag das Feuer auf Awasi eröffnet hat. Eine Verbindung des Offiziers zu terroristischen Gruppierungen ist aber offensichtlich auszuschließen. Zu Gerüchten, dass der Täter erpresst und so zu der Tat gezwungen wurde, gibt es seitens des BKA keine Stellungnahme. In Ordnung, danke. BKA hat keine Erkenntnisse, weder über der Deutsche noch über Aysun Aslan. Noch knapp 6 Stunden bis zu Awasis Abflug. Die werden damit rechnen, dass Gap spätestens am Flughafen zuschlägt, in seiner Funktion als Personenschützer. Ich hab ne Peilung! Das Handy, von dem aus die MMS an Gap gesendet wurde. Wo? Es gab eine Warnung, dass was passiert. Vor Wochen mal. BKA, BND, Verfassungsschutz, Bundespolizei, alle haben sie gepennt. Kann doch keiner mit rechnen, mit so einem Szenario. Doch. Irgendwer in irgendeiner Scheißbehörde kriegt einen Arsch voll Kohle dafür, damit er genau sowas auf der Liste hat. Atlas 5-3 von 100. 5-3 hört. Ich habe ein verdächtiges Fahrzeug in eurer Nähe. Friedrichstraße, Höhe Schönleinstraße, nordwärts. Ihr übernehmt. Verstanden. Das Zielfahrzeug müsste jetzt 100 Meter vor euch sein. Da sind eine Menge Wagen 100 Meter vor uns. Scheiße, der müsste mal abbiegen oder sowas. Negativ, fährt weiter nordwärts. Jetzt, er biegt links ab in die französische Straße. Okay, links in die französische Straße. Na geht doch. Ihn. Französische Straße, bist du dir sicher? Positiv, müsste direkt vor euch sein. Hier ist kein anderer Wagen. Dann ist er das wohl. Ah!
Hey, stimmt was nicht? Bundespolizei, ich würde gerne Ihre Handys sehen. Beide negativ. Ich hab das Signal auf dem Schirm, Frank. Hier steht quasi drauf. Was soll denn das eigentlich? Warten Sie doch mal ab. Ja, und nu? Psst. Okay, auskippen. Hier, auf die Straße? Wohin sonst? Jungs, wir haben's eilig, also bitte. Woher stammt der Müll? Na, aus dem Müllcontainer. Das ist mir klar, wo genau? Neukölln Nord 2, zwischen Kanal, Cottbusser Damm, Friedel- und Lenaustraße. Ich hab's gehört. 10 Blocks. Wie viele Häuser? 150, 200, schätze ich. Also, was? Das sind 2000 Wohnungen. Na, wunderbar. Ich kann den Müll wieder einräumen. Na dann los, schickt uns alles, was laufen kann. Anlauf hier, negativ. Keine Verstärkung, Rückmarsch. Bitte? Und keine Diskussion. Demi hier, komm runter. Zwei männliche Personen, libysche Staatsbürger, sind 2 Tage vor Awasi gelandet und reisen heute Abend ab. Früher als geplant, sie haben umgebucht. Und? Erste Befragung war nicht sehr erhellend. Sagen, sie sind geschäftlich hier, BKA hat übernommen. Verstanden, 100 Ende. Ich dachte, wir tun alles Menschenmögliche. 2000 Wohnungen bis 15 Uhr, das ist doch total sinnlos. Klar, bis dahin bleiben wir einfach hier und hängen hier ein bisschen ab. Entweder wir gehen da mit einer Hundertschaft rein und machen so viel Krach, dass alle, die sich in den Wohnungen aufhalten, gewarnt sind. Oder wir gehen verdeckt rein. Und das dauert Tage. Und welche Option haben wir dann? Der Deal ist einfach und klar, Aslan. Das Leben des afghanischen Staatsoberhauptes gegen das Leben von Gebs Frau. Und das ist keine Option. Lass das. Du tust du nur unnötig weh. Es liegt nur an deinem Mann. Seine Entscheidung. Wir haben nur den Straßenzug und die Nummern im Speicher. Ja, werden gerade gecheckt. Danke. Sämtliche Nummern, die auf dem Handy gespeichert waren, sind tot. Anrufliste ist überprüft? Die benutzen Kartenhandys. Und sie haben sie nur so lange an, wie sie auch wirklich telefonieren. Danach nehmen sie wahrscheinlich sogar die Akkus raus, um sicher zu gehen. Auch nichts. Wir müssen sie irgendwie aus der Deckung locken. Dafür sorgen, dass sie eine der Nummern benutzen. Hey, mach dich nicht verrückt, okay? Keine Zeit. Was ist mit den Wachen? Wir sind ein Zweierteam. Personenschützer. Wie bei der Landung, direkt an Awasi dran.
Magazin. Wenn wir auffliegen, sind wir am Arsch. Los geht's. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden nochmals deutlich erhöht. Man hat fast den Eindruck, dass sich außer dem Sicherheitspersonal niemand mehr auf dem Flugplatz befindet. Denn der Anschlag auf Awasi konnte gestern bei der Ankunft des Präsidenten erst in letzter Sekunde vereitelt werden. 5-2 von 100. X minus 60. Awasi zeigt sich von den Vorfällen unbeeindruckt und machte während dem gesamten Staatsbesuch einen durchaus gelösten Eindruck. Der Staatspräsident hat seinen eigentlich auf 3 Tage veranschlagten Besuch in Deutschland dennoch verkürzt. Gestern Mittag äußerte er sich auf sehr beeindruckende Weise zu der Entwicklung seines Landes vor Vertretern der deutschen Wirtschaft und vor... Oh Gott, es scheint als... Hier wurde gerade geschossen. Ich kann gerade nicht erkennen. Awasi ist getroffen. Der afghanische Staatspräsident ist getroffen. Erneut, das ist nicht zu fassen. Der Attentäter scheint ebenfalls getroffen. Aber was ist mit Awasi? Er liegt am Boden. Von hier aus ist nicht zu erkennen, ob er lebt oder... Es sieht so aus, als wurde Anwar Awasi schwer verletzt, vielleicht sogar tödlich. Anwar Awasi wurde von einem Attentäter tödlich getroffen. Dabei wurde auch der Attentäter getötet. Eine unfassbare Katastrophe. Eine Tragödie, die in diesem Augenblick niemand fassen kann. Awasi ist tot. Awasi ist tot. Er hat es tatsächlich getan. Er mäht was. Allah Akbar. Die Almada? Er nie. Und danach. Du hast mich und Eisen gesehen. Wir können leider kein Risiko eingehen. Allein mit ihr. Demir, du weißt, dass das nicht geht. Wir haben das heute Nachmittag aufgenommen. Verstehst du? Das war alles eine Show. Die Behörden haben mitgespielt, der Sender, sogar Awasi. Wir wussten, dass sie dich irgendwo hier im Block festhalten. Also haben sie das Video ins hiesige Kabelnetz eingespeist. Wir waren alle ganz in deiner Nähe, auf Standby. Sie mussten nur ihre Handys einschalten und es war Demis Idee. Ich möchte mich bedanken, besonders bei den Männern, die ihr Leben riskiert haben, um das meine zu schützen. Danke. In gewisser Weise bin ich heute von den Toten auferstanden. Allahu Akbar. Warum soll ich es dir erklären? Du verstehst es ja doch nicht. Was passiert mit dir, Aysun? Du konntest immer zu mir kommen. Ich war nie das Macho-Schwein, das seine Schwester auflaufen lässt oder schlägt oder so. Und du? Du belügst mich. Demish, ich war dein Püppchen. Das ist nicht wahr. Ben bu ülkeyi hiç benimsemedim. Bunu çok iyi biliyorsun. Sie verachten uns. Und ich verachte sie! Wer sie? Wer hat dir das eingetrichtert? Das klingt so verdammt auswendig gelernt. Ben her zaman korkuyordum demiş. Çocukken ve ondan sonra da. Jetzt nicht mehr. Ich habe gelernt, meine Angst zu besiegen und ich bin glücklich darüber.
deine Angst besiegt? Indem du zur Mörderin wirst? Du warst bereit, Unschuldige zu töten. Was ist mit Murat? Hast du ihn umgebracht und so deine Angst besiegt? Aysun, unser Bruder ist tot, Aysun. Warum? Was machen wir jetzt? Wir suchen uns eine neue Wohnung. Oder ein Haus. Hier können wir nicht bleiben. Es ist egal, wo wir sind. Darum geht's nicht. Dass ich dich nie fragen durfte, was bei einem Einsatz passiert ist. Oder wohin du morgens fährst, während ich hier sitze. Ich habe das verstanden. Aber die wollten mich umbringen. Mich. Was ist, wenn Lissy und Sophia hier gewesen wären? Was, wenn sowas wieder passiert? Es wird nicht wieder passieren. Wir müssen... Nein, Gab. Du musst. Du musst dich entscheiden und das weißt du. Die GSG 9 oder wir?